Willkommen, liebe Freunde, zu Trash the Web. Und auch diese Woche habe ich das Internet wieder durchstöbert und bin fündig geworden. Denn ich bin ja in letzter Zeit etwas, dick geworden. Und ich habe halt nach Trainingsmethoden gesucht und bei den Russen bin ich fündig geworden. Die haben nämlich meiner Meinung nach die beste Trainingsart, die es nur gibt. Aha, musst du schon vielleicht Besuch machen. Also ich habe es noch nicht ganz raus, aber ich bin echt zuversichtlich. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass das gefaked ist. Wenn man mal da unten in die Ecke sieht beim Heu, da sieht man, dass die Füße da drin stecken. Aber ich denke trotzdem, dass man dafür eine Menge Kraft braucht, um, diese Haltung zu behalten. Kommen wir nun zu einem wirklich ernsten Thema. Denn auch die Tierwelt ist von der drohenden Fettleibigkeit bedroht. Und was passieren könnte, wenn alle scheiße fett werden würden, zeigt die bisher aufwendigste Doku aller Zeiten. Sie nennt sich Scheiße fette Tiere auf der Fasten-Food-Jagd. Neuesten Erkenntnissen nach soll es sich hierbei um die gefährliche Taylor Swift-Krankheit handeln. Der Gesang der Sängerin soll die Tiere zum Fressen anstiften und das Gehirn schädigen. Erstmals wurde ein Opfer dieser schweren Krankheit lebend gefunden. Ein Wettermann aus Melbourne hat dieses Problem erkannt und macht sich nun täglich in seinem Stuntflugzeug auf die Suche nach scheiße fetten Tieren. Forces and speed and dynamics. I've been fascinated my whole life to do this. And I don't want to do it anymore. Okay, mal Scherz beiseite, das ist natürlich nicht wahr. Die Tiere, denen geht's gut, keine Angst, es ist keine Bedrohung in Sicht. Bis auf Taylor Swift. Der hat's voll ausgenockt, aber ohne Scheiß, die Gehkräfte, die da auf einen wirken, wenn man das nicht gewohnt ist, das macht einen richtig fertig. Diese Erfahrung hat auch schon Stefan Raab machen müssen und das sah mindestens genauso geil aus. Kommen wir nun aber mal zu einem ganz anderen Thema und zwar zur lieben Kelly aka Mrs. Vlog. Kelly ist nämlich das einzige Mädchen auf dem ganzen Planeten, was ich kenne, was sich immer wieder in, gewisse Lagen bringt. Hast du unten blonde Haare? Ja, manchmal auch blau. It's Kelly, das muss da rein. Ich bin dein Mund. Ja, bin ich voll eurer Meinung. Und außerdem ist sie voll verrückt. Hi, ich bin's wieder, die... Fuck, ich hab schon wieder meinen Namen vergessen. Kelly. Kelly, aka Miss Vlog. Aber genau deshalb mag ich sie auch. Nicht? Bitte hasst mich nicht. Das war's von Trash the Web von dieser Woche. Wir sehen uns nächste Woche bei der Rush Hour wieder und sonst im Internet. Ich freue mich drauf. Bis dahin, schreibt fleißig Kommentare und seid mit dabei. Bis dann, wir sehen uns. Peace and out. Freunde! MyVideo Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr. Live und exklusiv auf myvideo.de.